Meine Lieben, herzlich willkommen zu eurem Vollmond-Special. Wir starten rein. Was nimmt der Vollmond mit? Was bringt er? Hier geht es um radikale Transformation, Veränderung und Ende und Wechsel von Beziehungsmustern. Neues Leben beginnt zu blühen. Wir starten in die Legung. Habt viel Spaß! Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Vollmond-Special. Wir haben jetzt am 25. März eine Vollmond- und Mondfinsternis sozusagen. Ne? Geht schon los, ihr seid aber, wow, sind drei Stück. Ihr Lieben, wir schauen rein, was denn der Vollmond mit sich bringt, auch die Mondfinsternis, denn wir haben jetzt den Vollmond Ende März oder am 25. März, den man auch Lenzmond nennt. Ja, Wurmmond oder auch Krähenmond, weil hier markiert dieser Mond nämlich den Frühlingsanfang. Auch im Zeichen der Waage steht der Vollmond und hier wird wahrscheinlich für den einen oder anderen die Energie um ein Vielfaches mehr spürbar sein, weil wir, wie gesagt, Vollmond haben und auch die Mondfinsternis. Ihr Lieben, der Vollmond in der Waage läutet das Ende ein, die Transformation und auch die Veränderung in den Beziehungen. Hier möchte neues Leben beginnen und auch etwas Neues erblühen. Wir haben hier den Ritter Michael, das ist der Ritter der Schwerter. Diesen haben wir des Öfteren in der Vergangenheit schon gesehen. Hier geht es darum, stark und engagiert voranzugehen, intellektuell und gewissenhaft. Es ist jetzt auch Zeit, sich schnell weiter zu bewegen. Wähle Logik anstatt Emotion. Plötzliche Veränderungen, Turmmomente, Umbrüche werden hier stattfinden. Ihr Lieben, wir haben das Ass Michael auch noch, ja, das Ass der Schwerter. Eine wundervolle neue Idee. Lass deinen Fortschritt nicht von eventuellen Hindernissen aufhalten. Kläre Kommunikationsprobleme mit anderen. Und die 6 der Münzen, wow, ihr Lieben. Was haben wir denn hier? Mega Botschaft. Die 6 der Münzen heißt ja auch vom Geben und Nehmen. Ne? Materielle Bedürfnisse werden auf magische und unerwartete Weise erfüllt. Man begegnet dir mit großer Freundlichkeit, mit dankbarem Herzen geben oder empfangen. Hier ist es wichtig, auch wieder ins Empfangen zu kommen, nämlich mit dem Ass Raphael, ja, das Ass der Kelche, Chance und Potenzial auf Herzöffnung, auf Verliebtsein, auf Erfüllung, auf Freude, auf Glück, auf alles, was dein Herz quasi zum Überblubbern bringt. Hier geht es um eine positive, neue Erfahrung. Seht ihr das? Die Delfine springen da hinten aus den Wellen hervor. Erfüllende Liebesbeziehungen, profunde und nachhaltige spirituelle Erkenntnisse. Mega Botschaft, ihr Lieben. Bitte bedenkt, ist eine Kollektivenergie. Spürt mal rein, ob sie für euch stimmig ist. Mir wird gesagt, bevor wir die oberen drei Karten umdrehen, soll ich jeweils eine Tarotkarte ziehen. Dann machen wir das natürlich. Lasst mir gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr so um den Vollmond erlebt habt, was der Vollmond für euch verändert hat, ob ihr auch die Mondfinsternis gesehen habt, ja, weil man muss, glaube ich, schon genau hinschauen. Schauen wir mal noch für die mittlere Karte. 2, okay. Und noch für die dritte Karte. Oh, wow. Wir haben es schon gesehen. So, dann würde ich sagen, wir starten. Gucken wir, ob ihr alles sehen könnt. Mit der unterliegenden Energie, was denn der Vollmond und die Mondfinsternis mit sich bringt. Ja, hier, intuitiv, verborgenes Wissen, verborgene Erkenntnisse, Vertrauen an das große Ganze, das Vereinigen von Schattenanteilen und Sonnenanteilen. Hier hast du unheimlich viel Wissen, du hast eine unheimliche Anbindung. Du darfst dir hier selber vertrauen, darfst mehr auf dein Bauchgefühl hören. Du wirst intuitiv wissen und spüren, was denn jetzt welcher Weg für dich richtig ist. So, ihr Lieben, wir schauen mal rein. Die Sonne, das Ass der Schwerter, bringt dir Klarheit mehr denn je. Das Leben ist wundervoll, wachse und gedeihe durch die Kraft positiven Denkens.
Ein inspirierender Erfolg. Hier kommst du in deine Sorgenlosigkeit rein, in deine Power, in deine Strahlkraft, in deine Wärme. Du wirst hier plötzliches Umdenken haben, plötzliche Erkenntnisse, plötzliche Wandlungen und wirst quasi die Unklarheiten mit deinem Schwert vertreiben, denn du nimmst jetzt das Zepter deines Lebens in die Hand und wirst zur Königin der Stäbe. Ihr lieben Männer, auch ihr seid dann in der Energie der Königin der Stäbe, selbstbewusst, charismatisch, ausdrucksstark, selbstbestimmt, ihr übernehmt Verantwortung für euer Leben, ihr wollt hier euch den Sonnenseiten zuwenden, ihr wollt Spaß haben, ihr wollt hier motiviert einen Neuanfang hinlegen, ne? Voller Power, Klarheit und Kraft und Stärke, auch magisch seid ihr, ne? Gerade in Verbindung mit der Hohen Priesterin umgibt euch ein mystischer Schleier, der hier, ne, ihr spürt schon etwas zum Ausdruck bringen möchte, verändern möchte. Hier möchten jetzt sonnige Zeiten auf dich zukommen. So, wir schauen mal ins Geben und Nehmen mit der 6 Gabriel, 6 der Stäbe. Das ist natürlich Erfolg, Anerkennung, Triumph, Wertschätzung, Sieg. Glückwunsch, du hast großartige Arbeit geleistet. Zeit, das nächste Projekt anzugehen. Auszeichnungen, Stipendien oder Beförderungen. Hier wird dir was gegeben. Hier wird dein Wert erkannt, ne? Gerade als Königin der Stäbe. Jemand erkennt jetzt, wie wertvoll du bist. Hier kann man dir nur gratulieren. Du hast hier einen Teilerfolg schon eingeheimst. Du bist hier dabei, deinen Sieg zu feiern. Du wirst anerkannt von anderen im Außen, ne? Du hast jetzt hier Chance und Potenzial. Auch jemand, wenn ihr auf die Liebe schaut, kann hier gerade in Verbindung mit dem Ast der Kelche euch erobern. Er sieht euch leuchten oder sie sieht euch leuchten. Ne, seid ihr in einer Partnerschaft, so kommt hier wieder Klarheit in gewisse Angelegenheit rein. Sonne, Strahlkraft, hier kommt Geben und Nehmen wieder ins Gleichgewicht. Ja, ihr Lieben, das Bedauern und Betrauern der Vergangenheit wird losgelassen, Enttäuschungen werden losgelassen. Hier kommt Stabilität rein, ja. Hier ist etwas zerbrochen in der Vergangenheit, was euch nicht mehr glücklich und erfüllt gemacht hat. Ihr seid hier enttäuscht über gewisse Situationen, ne, auch Traurigkeit, aber weil sie auf dem Kopf liegt, erkennt ihr nun, ihr blickt hier auf alles, was zerbrochen ist und erkennt mit dem Vollmond an, dass ihr nur noch die Türen öffnet, die euch dienlich sind und alles andere war eine Niederlage, aber hat euch zu dem gemacht, was ihr jetzt seid, nämlich auch als Königin der Münzen wirklich, ihr seid fürsorglich, ihr seid, wie soll man sagen, nahrhaft, mutterhaft, ihr sorgt euch hier gut um euren Körper, um eure Finanzen, ihr seid stabil, ihr seid beständig, ne? Ihr hegt und pflegt hier euren Körper, ihr verändert hier auch eure Einstellung zum Materiellen, wird mir gerade gesagt, ne? Wunderschön, selbstbewusst, charismatisch, aber auch liebevoll, geerdet, stabil. Hier erkennt man jetzt deinen Wert. So, wir schauen mal, wo soll es denn hingehen? Stark, engagiert, intellektuell. Vielleicht hattest du hier auch mit einem Ritter der Schwerter zu tun, ne? Jemand, der schnell in dein Feld gekommen ist und sich dann aber auch schnell wieder weiter bewegt hat. Wir schauen mal. Wir haben die 3 Gabriel, die 3 der Stäbe. Ja, du bist in der Erwartungshaltung hier. Wohlstand als Folge weisen Planens. Zeit, den nächsten Schritt zu tun. Ja, hier sich auch auszurichten, voller Ziel und Fokus, ne, voranzuschreiten, denn der Ritter der Schwerter, wenn ein Ziel vor Augen hat, der prescht voran, der guckt weder nach links noch nach rechts, sondern der kämpft hier, ist schnell unterwegs und möchte sein Ziel erreichen. Zeit, den nächsten Schritt zu tun. Optimistische Pläne, die sich deinen Erwartungen entsprechend realisieren. Hältst du hier vielleicht aber noch an deinem Herzschmerz fest, ja? Weil hier ist jetzt wichtig, geben und nehmen ist ja im Ausgleich, soll im Ausgleich sein. Deswegen hatten wir ja auch das Ende und die Transformation von Beziehungen. Das heißt, du darfst hier ins Loslassen kommen, alte Herzschmerzthemen ziehen lassen, hier den Kummer, die Sorgen, die Verletzungen, die verletzenden Worte an ACTA legen, in die Akzeptanz, radikale Akzeptanz und Vergebung kommen. Hier stolz auf dich sein, welches Fundament du schon erreicht hast. Du bist nämlich hier mit den 3 der Stäben dabei, in eine neue Entwicklungsstufe zu wandern, eine neue Erfahrung zu machen, aus dem Single-Dasein vielleicht der ein oder andere auszusteigen. Du darfst hier aus dem Festhalten aussteigen, darfst dich vornehm zurückhalten und darauf vertrauen, das, was für dich bestimmt ist, kommt zu dir.
Bist du in einer Beziehung, werdet ihr jetzt die nächste Stufe erklimmen, werdet vielleicht gemeinsam verreisen, ne? Hier nach langer Zeit alte Herzschmerzthemen heilen und hier ein neues Ziel verfolgen und mit Fokus und Willensstärke voranschreiten. Wunderschön. Ihr Lieben, wir klären nochmal das Ass der Schwerter. Ja, wow, ihr Lieben, hier haben wir die drei der Schwerter auf dem Kopf. Das heißt, du sorgst für Klarheit, für Wahrheit. Der Vollmond sorgt für einen radikalen Schlussstrich, einen radikalen Schnitt. Hier wird jetzt mit dem Vollmond und der Mondfinsternis dein Kummer, deine Sorgen mitgenommen, losgelassen. Du kommst hier in die Heilung von Herzschmerzthemen, vielleicht auch in die Heilung von On- und Off-Beziehungen, von Menschen, die dich nur als Option gesehen haben, aber du erkennst dich jetzt als Priorität und steigst aus dem schwankenden Gemüt aus, setzt dich als Priorität, entscheidest ganz klar, was du möchtest, ne? Hier die Balance zu halten, das Geben und Nehmen im Einklang ist. Du bist bereit, nur noch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die hier mit dir an einem Strang ziehen, die Ja sagen zu einer Partnerschaft, hier etwas weiterentwickeln wollen, aus der Planungsphase aussteigen und hier etwas umzusetzen haben, ne? Oder ihr wollt gemeinsam etwas umsetzen. Hier geht es auch nochmal um die Vergebung und schaut mal, hier wird diese Karte gezeichnet. Hier geht es wirklich jetzt darum, dass sich die Himmelspfortentür öffnen möchte. Und dass du mit der großen Arkana, das Gericht, hier friedlich die Vergangenheit akzeptierst, dein Herz so leicht wie eine Feder machst und jetzt wirklich final in eine leichte Phase reinkommst, nämlich in Vertrauen bleibst, dass all das, was dir passiert ist, zu dem Wendepunkt jetzt gesorgt hat, zu dem Wachrüttler deiner Seele. Du darfst hier deiner Seele folgen, deiner Bestimmung folgen und etwas komplett von vorne durchstarten. Der ein oder andere könnte hier auch eine zweite Chance bekommen. Jemand, der hier vielleicht für Herzschmerz gesorgt hat. Auch hier haben wir wieder die hohe Priesterin. Ne? Vertraue auf deine Intuition. Welche Menschen bereiten dir Kopfzerbrechen? Wo darfst du strategisch, klug, fokussiert vorangehen? Welche Menschen lässt du in dein Feld? Und welche Menschen versprechen dir hier Erfolg? Sehen deinen Wert, sehen deine Größe. Sei hier gesichert oder versichert, hier kommt eine neue Chance und Potenzial auf emotionale Erfüllung auf dich zu. Wow, so wir klären jetzt mal ab, das Ass der Kelche, eine positive neue Erfahrung. Liebes Universum, welche positive neue Erfahrung kommt denn hier für meine lieben Zuschauer ins Feld? Ja, Ehrlichkeit, ihr Lieben, ne? Die sieben der Schwerter stehen ja per se für Hinterhältigkeiten, für, ja, wie soll man sagen, Hinterlist, für Unaufrichtigkeiten, für Lug und Betrug. Weil sie aber auf dem Kopf gefallen sind, heißt das, Lug und Betrug geht jetzt raus. Du blickst hinter die Fassade, hinter den schönen Schein. Du lässt dich nicht mehr blenden. Du gehst aus der Enttäuschung von Lug und Betrug raus, kommst in Frieden und erkennst, dass du jetzt empfangen darfst, nämlich hier deinen eigenen Wert und deine Größe und dass du dich auch nur noch Menschen hingibst, die quasi deinen Wert erkennen. Ihr Lieben, es ist Zeit, sich wirklich radikal zu befreien. Und ich finde es ja mega schön, denn wir haben ja gesagt, der Vollmond nimmt hier quasi die Beziehungsstruktur alter Muster mit, verändert es im Sinne der Transformation und sorgt für ein Ende. Ja, und zwar Ende von toxischen Mustern, radikaler Umbruch hier. Und du darfst aktiv werden, dich mit Menschen treffen, rausgehen, Spaß haben, für Leichtigkeit und Erfüllung sorgen. Hier schöne Momente auch mit deinem Partner erleben, jemand kennenlernen, ins Kino gehen, schön essen gehen. Hier kommst du wieder. Ja, ihr Lieben, nichts passiert ohne Grund. Hier kommst du wieder in deine Stärke, hier reicht dir jemand eine Münze, ein Angebot. Du hast hier die Chance, jetzt zu prüfen, was erfüllt dich, was macht dich glücklich, ne? Hier holst du dir deine Stärke wieder zurück mit Sanftmut und Sanftheit. Schicksalshafte Ereignisse drehen sich jetzt hier für dich weiter. Du erkennst die Chance, die hinter deinem Ast der Kelche versteckt ist. Nimmst dir auch Zeit hier für mentale Heilung, holst dir mal eine Auszeit, gönnst dir Erholung, nimmst dir eine Pause und hier wird dir von außen ein
Ass der Münzen gegeben, Chance und Potenzial auf etwas Handfestes, auf ein Geschenk, was du wirklich greifen kannst. Du darfst jetzt hier handeln, aktiv werden und für Herzheilung, Herzöffnung sorgen und Hinterhältigkeiten, Lug und Betrug gehen lassen, denn das Schicksalsrad wendet jetzt genau diese Energie, damit du wieder in deine Kraft und Stärke, in dein Selbstbewusstsein, gerade als Königin der Stäbe, zurückfindest. Wow! So, wir klären mal den Ritter Michael. Sei stark, engagiert, geh intellektuell und auch klug und strategisch voran, geh gewissenhaft voran. Ja, voller Leichtigkeit, ihr Lieben. Geh raus, hab Spaß, treff dich mit Freunden, treff dich mit Arbeitskollegen. Hab hier Grund zur Freude, Grund zum Feiern. Hoch die Tassen, ja, die Zahl 3 für den einen oder anderen wichtig. Erwarte freudige Momente. Erwarte, dass deine Sehnsüchte erfüllt werden. Ne? Positives zieht ja Positives an. Hier der Vollmond stürzt toxische Muster. Du spürst es intuitiv schon, dass sich hier etwas verändern möchte. Schaut mal, wir haben hier auch die Kraft, ja, wow, ihr steigt hier aus den Illusionen, weil hier kommt Heilung von außen auf euch zu, auch wenn ihr noch unentschlossen seid, das große Ganze noch nicht sehen könnt. Hier ist der Tipp der Karten, Herz und Verstand in Einklang zu bringen, eine Entscheidung zu treffen, hinzusehen, hinzufühlen, auch hier sehr viel Wasser auf der Karte, sich den Gefühlen hinzugeben, auch wieder für ins Vertrauen zu kommen, sich dem Fluss des Lebens zu öffnen, ja, die Augenbinde abzunehmen und hier für Klarheit zu sorgen. Ne? Wenn ihr die 2 der Schwerter in der Mitte teilt, habt ihr das Ass der Schwerter. Hier seid ihr aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen, nämlich welcher Kelch ist der richtige für dich. Ja, ihr habt hier viele Optionen im Gefühl, im Unterbewussten. Habt vielleicht in der Vergangenheit mit Blendern zu tun gehabt, auch mit Unklarheiten, ja, wart vielleicht für den einen oder anderen nur eine Option, kommt jetzt aber wieder in eure Heilung. Hier darf auch etwas zum Fließen kommen, ja, hier auch Balance halten zwischen ein Fuß auf der Erde, ein Fuß im Wasser, ja, zwischen das Ass der Kelche und das Ass der Münzen, zwischen Handeln und Empfangen. Wunderschön. Ihr wisst jetzt, welchen Kelch ihr wollt. Ihr wisst, welche Träume und Wünsche ihr habt und ihr wisst auch, welches toxische Umfeld hier gehen gelassen werden darf. Ihr distanziert euch von ja, emotionaler Abhängigkeit, von toxischen Mustern, toxischen Verhaltensweisen und kümmert euch stattdessen hier um eure Leichtigkeit. Trefft euch mit Freunden, trefft euch mit Gleichgesinnten. Ne? Hier blubbert wirklich was über viele Kelche. Hier darfst du heilen und darfst dich wieder neuen Chancen öffnen. Hier kommt etwas, eine bare Münze auf dich zu. So, eine Karte hätte ich ganz gern noch zu. Dankeschön. Wow, ihr Lieben, wir haben die 9 der Kelche und jetzt auch die 9 der Münzen. Die 9 der Kelche und die 9 der Münzen stehen unter anderem, leider muss ich es nochmal sagen, für das Single-Dasein. Ja, auch wenn ihr in einer Partnerschaft seid, dann geht es darum, dass ihr euren eigenen Wert in euch selber gefunden habt. Ja, ihr seid hier stabil, ihr wollt jetzt hier die Ernte eurer harten Arbeit einfahren, ihr wollt empfangen, ihr wollt abernten, ihr wollt hier auch Genuss erleben und spüren mit allen Sinnen sozusagen. Es ist Zeit, jetzt die Weintrauben vom Baum zu ernten und hier wirklich ins Genießen zu kommen. Gerade auch der Löwe wird mir gesagt, schaut gerne mal euer April-Reading an. Hier geht es ganz viel um Balance, um Heilung, um wieder eine Waagschale herzustellen zwischen was gibt mir Stabilität und ein Fundament und was berührt mein Herz und meine Gefühle, wo darf ich mit Sanftmut und Sanftheit vorangehen, wo darf ich aber auch mal wild und animalisch sein. Deine Intuition wird dich leiten, hier in die Aktion zu gehen, quasi auf deine Wünsche und Träume zu vertrauen, deiner Sehnsucht zu folgen und aktiv zu werden. Ja, ihr Lieben, der Ritter der Stäbe, was soll ich sagen, ne? Die Hauptenergie unter anderem für die April Readings, für die April Readings. Und zwar heißt es hier, geh raus, habe Spaß,
Halte Ausschau nach einem neuen Abenteuer. Ne? Was begeistert dich? Was motiviert dich? Was bringt hier dein Seelenfeuer zum Brennen? Ne? Was bereitet dir Spaß? Wo kriegst du wieder deine innere Strahlkraft? Ne? Setz deinen Reisehut auf, geh vielleicht in Urlaub, gönn dir eine Erholungspause, eine Reise, hier ein Abenteuer. Ja? Der ein oder andere geht vielleicht auch wandern in die Berge. Du wartest hier auf einen Neuanbruch eines neuen Tages. Du hältst Ausschau. Nichts anderes haben wir hier mit den drei der Stäben. Du möchtest hier jetzt aktiv werden und deiner Inspiration, deinen neuen Ideen und Kreationen folgen. Ihr Lieben, wir haben es nochmal, die drei der Stäbe. Ne? Seht ihr das? Hier hält der Ritter der Stäbe Ausschau nach dem Leuchten am Horizont. Auch dieses Schiffchen scheuert. Sprachprobleme steuert einen neuen Horizont an. Ihr seid hier auf der Entwicklungsreise der persönlichen Weiterentwicklung. Ihr wartet auf den richtigen Zeitpunkt. Ihr wartet auf den Startschuss, wann das Universum hier schicksalshafte Veränderungen für euch einleitet. Ja, hier vertraue auf die Magie. Wow! Ja. Hier dürfen alte Themen noch abgeschlossen werden. Die Welt schließt ab mit harschen Menschen, mit rationalen Menschen, die hier sehr machtvoll und kraftvoll verletzend gesprochen haben, die unterkühlt waren. Auch der Ex-Partner, die Ex-Partnerinnen dürfen hier losgelassen werden. Auch vielleicht der ein oder andere emotional nicht erreichbare Vater. Hier darf Frieden geschlossen werden mit inneren Kindthemen, mit Vergangenheitsthemen. Man darf in den Frieden kommen mit der Vergangenheit, darf hier offen bleiben, aufgeschlossen bleiben, motiviert bleiben, Neues zu empfangen. Hier mit dem Bube der Stäbe folgt ein leidenschaftlicher, aufregender Neuanfang. Du bist aufgerufen zu schauen, was begeistert dich, ne? Was bringt dir Freude, was macht dir Spaß, wo findest du deine Motivation und welche Beziehungen, Menschen, Verbindungen, Verträge, Partnerschaften und Bündnisse begegnen dir auf Augenhöhe. Ja, mit den zwei der Kelchen geht es auch um Seelenpartnerschaften. Hier, ne, hast du dich durchgesetzt, du möchtest jetzt deinem Herzen folgen, du möchtest hier Menschen in deinem Feld haben, auf die nächste Stufe klettern, die dich erfüllen, die dich für das sehen, deinen Wert sehen, was du bist. Ne? Hier darfst du mit Nachrichten, Angeboten und Kommunikation rechnen, was dich begeistert, motiviert, wenn du denn hier die gute alte Zeit loslässt, bereit bist, alles unterkühlte Grenzen, harsche Kommunikation abzuschließen. Denn ihr Lieben, die Welt schließt ein altes Kapitel und ich muss es nochmal sagen, der Vollmond und die Mondfinsternis läutet das Ende ein, die Transformation und die Überprüfung von gewissen Beziehungsstatusen. Hier geht es nämlich darum, du bist als Magier aufgerufen, hier ne, mitzuschöpfen an deiner Zukunft, deine Zukunft mitzugestalten. Der Magier hat alles, was er braucht, um jetzt aktiv zu werden, in die Aktion zu gehen, hier seine Visionen, seine Ideen im Hier und Jetzt auf der Erde umzusetzen. Du bist schon auf der Reise, an deinen Horizont anzukommen, an ein neues Ufer zu schippern. Für den einen oder anderen wirklich die Reise wichtig. Ein Umzug, ein Wandel, eine Veränderung. Halte Ausschau nach dem, was dich begeistert, was dich motiviert, inspiriert und was dir Freude schenkt. Wunderschön, ihr Lieben. Ich ziehe euch zum Schluss noch eine Göttin der Kraft-Orakelkarte und dann noch eine weitere Karte. Und dann würde ich sagen, lassen wir jetzt zum 25. März den Vollmond starten. Und lassen wir ihn alles Ungesunde mitnehmen. Habe Mitgefühl, vertraue auf die göttliche Weisheit. Wir haben hier nochmal die Gerechtigkeit, Karma. Hier habe Mitgefühl mit deinen vergangenen Themen, mit dem, was dich hier in den Herzschmerz gestürzt hat. Hierdurch bist du in deine Kraft und Stärke gekommen. Göttliche Weisheit war hier mit am Werken sozusagen, ne? Du kommst hier in deine volle Größe, in deinem Selbstwert an und wenn du bei dir angekommen bist, dann findest du auch Erfüllung mit anderen Menschen. Dann ist es nämlich keine Bedürftigkeit mehr, sondern eine Kirsche auf der Sahnetorte. Hier geht es um die Selbstliebe, ihr Lieben, ich fange gleich an zu zittern. Verliebe dich in dich selbst und darin, dich um dich selbst zu kümmern. Ja, mehr muss ich nicht sagen. Habe auch den Mut, ne, wie mit der Karte Kraft. Es wird Zeit für einen Mutausbruch, weil mit Mut die schönsten Geschichten anfangen.
Und hier geht es um die Ehrlichkeit. Wie ich gesagt habe, Ass der Kelche bringt hier quasi Ehrlichkeit rein. Ehrlichkeit verleiht dir deine wahre Stärke. Halte ehrlich an deinen Zielen, fest an deiner Größe, an deinem Wert. Gib dich nicht für ein paar Brotkrümelchen hin, sondern erkenne, wie machtvoll und kraftvoll du als Königin der Stäbe bist, wie selbstbewusst du dir dein Leben zurückholen kannst. Hier geht es wie mit den zwei der Kelchen um die Verbundenheit. Fühle die Verbundenheit mit allem. Wow, ihr Lieben, was für eine Botschaft. Göttliche Matrix am Unterdeck. Hier noch schnell eine Karte. Und dann würde ich sagen, auf geht's in die letzte Märzwoche. Lassen wir für die nächsten 4 Wochen den Vollmond alles mitnehmen, was dich noch gefangen hält an der guten alten Zeit, an Enttäuschungen und Herzschmerz. Ade und rein in die sonnigen Zeiten. Ja, was soll ich sagen, ihr Lieben? Das königliche Selbst. Hier bist du in der Übergangsphase im Schwebezustand. Du wirst deinen Diamanten finden. Hier mit der Nummer 16, das königliche Selbst. Hier wird durch den Turmmoment, Durchbruchsmomente eingeläutet werden. Habe Mut, schaue hin. Hier geht es schneller vorwärts, als du denkst. Altes wird beendet, damit du in deine 10 der Kelche, in deine emotionale Wunscherfüllung ankommst. Und ihr Lieben, nochmal die Welt. Alter Abschluss, altes karmisches Kapitel wird beendet, damit etwas Neues komplett bei Null in Leichtigkeit starten kann. Du wirst Klarheit und Wahrheit bekommen und die Ängste des Unterbewussten und der Vergangenheit an ACTA legen. Wow, ihr Lieben, in diesem Sinne würde ich sagen, auf geht's, wir starten in die Veränderung rein. Seid gern mit dabei, ich freue mich auf das nächste Video mit euch und sage bis dahin und ganz bald. Du bist toll. Ciao, ciao, deine Sunny.